Heute geht es einmal um McDonald's rum. Das liegt ganz in der Nähe vom TÜV, wo die Prüfung startet und endet. Und diese kleine Runde viermal abbiegen hat es dann doch schon in sich. Ihr werdet gleich sehen, warum. Hier ist beim Abbiegen einfach nur ganz normal auf den Radfahrer- und Fußgängerverkehr zu achten. Dann macht die Straße einen Knick. Dann jetzt rechts in die Einfahrt zum McDonald's gehen. Das kennen vielleicht einige. Und auf der linken Seite ist Real. Bis hierhin so gut, so schön. Ab hier wird es jetzt ganz schön eng, wenn einer im Gegenverkehr kommt. Ihr dürft nicht auf den Bordstein ausweichen. Das heißt also im Zweifelsfalle ganz, ganz langsam oder sogar stehen bleiben. Es geht nicht anders. Dann kommt der Knaller. Hier diese rechts vor links Ecke. Die wird von jedem zweiten übersehen. Wenn der Prüfer euch testen will und einmal noch eine Runde um den Block fahren möchte und ihr da nochmal drüber wegfahrt, gute Nacht, liebe Leute. Kommt jetzt ein ziemlich kleiner Kreisverkehr. Die Prüfer fahren meistens die erste Ausfahrt wieder raus. Dann kommen wir zu einer Ampel. Manchmal gibt diese Ampel einen Grünpfeil frei und manchmal einfach nur ein ganz normales Grün. Im Grünfall müsst ihr natürlich nicht auf die Fußgänger achten, weil die dürfen da normalerweise nicht gehen. Haben wir wie hier jetzt ein normales Grün, ist natürlich wieder auf alles zu achten. Die Ampel blinkt auch auf der anderen Seite, wenn die Fußgänger kommen können. Und hier auf der linken Seite ist jetzt das TÜV-Gelände, wo die Prüfungen beginnen und auch anfangen. Wenn man hier jetzt nochmal rechts abbiegt, direkt um McDonald's rum, hat man eine Bedarfsampel, die nur rot zeigt. Kommen können. Und sonst hat man beim Abbiegen einen komplett eigenen Fahrstreifen. Da braucht man also nicht so extrem auf den Verkehr von links achten. Und schon sind wir einmal rum.